bin wegen des Auftrags hier. Ich bin wegen des Auftrags hier. Ah ja, eine Nachtwache wurde ermordet. Zähe Männer, bis an die Zähne bewaffnet. Muss eine Bestie gewesen sein. Muss? Was macht dich so sicher? Wenn du die Leichen gesehen hättest. Die Leichen? Erzähl mir von ihnen. Wie sahen die Leichen denn aus? Sowas habe ich im Leben noch nicht gesehen und ich habe viele Leichen gesehen. Kennst du die Geschichten von Menschen, die in der Wüste von Serikanien gestorben sind? Vor Hitze? Diese Leichen stammten direkt aus diesen Geschichten. Was sind die Leichen? Die Leichen wurden begraben? Wo? Auf Befehl hin wurden sie verbrannt. Unser Arzt hat sie sich vorher angesehen. Rede mit ihm. Er ist am Hafen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wir bezahlen dich auch. Die Jungs und ich haben für eine Belohnung zusammengelegt. Okay. Dann schauen wir mal. Lass dich vom Arzt informieren. Warte mal, Kaufmann hat irgendeinen... Ja, er hat bestimmt irgendeinen Schund dabei, den ich gerade mal verkaufen kann. Willkommen, willkommen. Ich hoffe, du hast genug Geld dabei. Was hast du denn da? Oh, 617. Gucken, Kleidung. Aber Kleidung ist vielleicht auch eher was für den Schmied, ne? 15. Was krieg ich denn für die Sattel? 42. Muss ich mal gucken, was ein Schmied dafür will. Das kannst du haben, das kannst du haben. Echt so viel Zeug dabei, ne? Ja, Asche. Kannst du alles haben. Pferdehaut. Was hat hier noch für ein Pulver? Handwerkszutaten. Sollte das Zeug vielleicht mal ablegen. Bis dann. Hat sie zufällig eine Tour in der Nähe? Ist das irgendwo unten rechts eine war, ja. Gerade nicht da, wo wir hin müssen. Aber na gut, machen wir das später irgendwann. Alter vor Schönheit. Kannst du uns mal helfen, Meister? Wir haben zu wenig Geld für die nächste Runde. Wir sind nämlich Kollegen, weißt du? Exo nicht? Wir sind Metzger. Du schlachtest, wir schlachten. Nur verdienen Hexer besser. Ganze Dörfer werfen zusammen. Hohe Herren öffnen die Börsen. Hohe Damen die Schenkel. Da war ich wohl in den falschen Dörfern. Und hatte mit den falschen hohen Damen und Herren zu tun. Los, lass uns nicht betteln. Wozu ist ein Hexer denn eigentlich gut? Doch dazu, Leuten in der Not zu helfen. Zeit, dass sie nach Hause geht. Ihr Jungs seht müde aus. Ihr geht besser nach Hause. Tja, seit wann trinken wir denn jetzt? Seit 2 Tagen. Wohlgesprochen, Meister. Wir gehen nach Hause. Ist wohl besser so. Oh Mann. Götter, nein. Wir haben in meinem Dorf nur Pferde und Esel getauscht. Das hätte ich vorher auch gepasst, dass menschliche Blut Wer ist denn der Arzt von euch? Hier. Du bist der Arzt. Mit der Gruselmaske. Die toten Wachen, erzähl mir von ihnen. Es geht um die toten Wachen. Du hast die Leichen untersucht. Da haben ihre Freunde dich angeheuert. Gut, ich helfe dir gerne. Hatten die Leichen Wunden? Wo wurden die Leichen gefunden? Ich habe gehört, dass die Leichen vertrocknet waren. Die letzte Leiche, wo wurde sie gefunden? In einer Seitengasse an der Straße vom Hafen zu den Freudenhäusern. Sie wurde mitten in der Nacht dorthin gebracht. Den Ort muss ich mir mal ansehen. Hast du an den Leichen Klauen oder Bissspuren gefunden? Bissspuren, nein. Klauenspuren nicht unbedingt. Nur Kratzer. Wahrscheinlich von Fingernägeln, von ihren Abenteuern bei den Huren.
geil. Ich habe gehört, dass die Leichen vertrocknet waren. Glaubst du auch, dass sie von einer Bestie getötet wurden? Ich nicht. Sie waren vertrocknet. Vielleicht wollten sie einen Magier festnehmen, der sie verzaubert hat. Oder ein Vampir. War es Dehydration? Ganz sicher nicht. Aber ich weiß nicht, womit es sich vergleichen lässt. Danke. Ich sollte mir mal die Stelle ansehen, wo sie gefunden wurden. Viel Glück. Okay. Auf geht's wieder in die andere Richtung. Du brauchst auch Geld. Geh doch durch. Wie viel kann ein Mann ertragen? Ist ein Eisvogel. Das hält mindestens 2 Tage. Du Beschiss. So, hier drüben müssen wir hin. Die Leichen wurden hier gefunden. Ich muss nach Hinweisen suchen, nach etwas Ungewöhnlichem. Ein Streitkolben. Das ist schon mal nicht. Oh, Fußspuren. Die Fußabdrücke eines Kindes. Verdammt, hier sind viele vorbeigekommen. Und Pferdespuren. Hufspuren, eindeutig. Ein Pferd? Ich kenne kein Pferd, das auf 2 Beinen geht. Ja, sind die Dinger Minotauren oder so? Obwohl, nee, ich glaube, die sind ja auch mit 4 Füßen unterwegs. Okay. Folgen oder Spur? Was willst du? Brauchst du etwas, Meister? Gott, wo ist der denn lang? Die Hinweise führen alle zur Krüppelkati. Leere Parfumfiole. Teuer. Die Gegend hier ist dafür zu schäbig. Sorge den Parfümgeruch. Da hinten. Der hat aber keine Hufspuren. Das ist es. Das ist nicht normal. Wo bin ich? Ist alles in Ordnung? Ist dir hier irgendwas Seltsames aufgefallen? Alles in Ordnung? Ich war in dem Haus. In dem da? Ich glaube schon. Entschuldige bitte, ich muss mich ausruhen. Von einem Succubus verzaubert. Ich muss ins Haus rein und sehen, was im Inneren ist. Abgeschlossen. Dein Weg ins... Hast du einen Schlüssel? Ich war in dem Haus. Okay, anscheinend nicht. Okay, ich sollte mir mal merken, die Task von oben nach unten zu machen. Ich hätte gerne noch mit der Frau gesprochen. Das ewige Feuer brennt. Wie kommen wir denn da noch rein? Hier ist noch eine Tür. Auch abgeschlossen. Warum bist du auf der Straße, hä? Willst du anständige Männer auf schmutzige Gedanken bringen? Was ist denn hier schon wieder los? Ich muss zum Boden. Das ist doch schon wieder dieselbe Elfin. Ich glaube, die Dame legt keinen Wert mehr auf eure Begleitung. Dame? Welche Dame? Hast du die Ohren gesehen? Elfin. Jedes Kind weiß, dass Elfen nichts Gutes im Schilde führen. Ich führe nichts im Schilde, ich schwör's. Ich möchte nur Wasser holen. Und wie willst du Wasser holen? Wo ist dein Krug, hä? Wo ist dein Eimer? Erzähl die Wahrheit. Warum erzählst du nicht einfach die Wahrheit? Was meinst du mit warum? Sie ist ein Anderling, die lügen wie gedruckt. Lass dich vom schönen Gesicht nicht verzaubern, Hexer. Von außen bild hübsch diese Elfinnen. Puh, aber von innen verdorben. Lasst sie in Ruhe. Welches Recht hast du, mir Befehle zu erteilen, hä? Lass uns gehen, Radi. Ich hab da 2 Schwerter auf. Töten ist wie ein Wimpernzucken für Hexer. Du kannst durchatmen. Es ist vorbei. Vorbei? Für dich vielleicht. Du ziehst fröhlich weiter.
Aber ich werde hier bleiben müssen. Und sie auch. Dagegen kann ich nichts tun. Kein Geschehen. Dagegen kann ich nichts tun. Warum hast du dich überhaupt eingemischt? Du hast diese Flegel nicht um meinetwillen, sondern um deinetwillen vertrieben. Um dich gerecht und gut zu fühlen. Ein Ritter auf einem weißen Ross. Oder liege ich da falsch? Ich kann es auch wieder herpfeifen. Und vergiss nicht, wir wollen und brauchen dein Mitleid nicht. Kind, Nismal wirkt dir nicht. Sollen sie sich im Haus verbrennen? Elfen, ey. So, wie kommen wir jetzt hier so eine Tür? Ah. Hilf einem armen Kerl. Was macht der denn hier? Bist du blöd? Siehst du nicht, dass das ein Hexer ist? Befolgt sich ja irgendeine Bestie. So ungefähr, ja. Gib uns einen Koffer. Wird wahrscheinlich die Tür da drüben sein. Siehst käsig aus. Hast du verdorbene Schafsfüße gegessen? Was? In aller... Das hat nicht so funktioniert, verdammt. Hilf einem armen Kerl. Oh, hör doch mal auf zu quatschen. Damn. Oh. Gleich sind sie weg. Oh, geht die Tür so auf. Nein. Hä? Dämon! Ist im Eisvogel. Das hält mindestens 2 Tage vor. Man muss sich an eine gute Stelle. Achso, wir müssen... Ah, das ist auch nicht das richtige Haus. Okay. Ein Koffer? Oder 2? Weintrauben. Lecker. Wer bist du? Schon mal was von Hexern gehört? Bist du hier, um mich zu töten? Erstmal reden wir. Ich weiß nicht. Ich möchte erst mit dir reden. Warum hast du die Wache getötet? Ich war unvorsichtig, hab mich überraschen lassen. Sie wollten mich töten, ich musste mich wehren. Das ist alles? Keine herzzerreißende Geschichte über den Hass der Menschen auf alles, was anders ist? Ich bin keine Lügnerin. Auch töte ich nicht ohne Grund. Ja, verlass mal die Stadt. Du musst die Stadt verlassen. Und was, wenn nicht? Dann muss ich dich umbringen. Ich hasse Veränderung. Wie dumm von mir, in diesen Hinterhalt zu rennen und mich überrumpeln zu lassen. Über deinen Tod werde ich lügen müssen. Ich bringe immer eine Trophäe mit. Na schön. Nimm das. Und das. Weil ich wütend auf dich bin. Aber ich werde mich beruhigen, wenn ich von hier verschwunden bin. Sei froh, dass du nicht ein Kopfkürzer bist. So nett bin ich heute mal, ja? Du bist schon die zweite Person, die ich hier in Ruhe lassen. So, hol dir deine Belohnung. Let's go. Ich diene dem ewigen Feuer. Nimm dich, Hexer. Die Wachen wurden von einem Succubus getötet. Succubus? In Novigrad? Wie denn? Das Licht des ewigen Feuers beschützt die Stadt. Sicher. Dann war es in letzter Zeit wohl einige Male aus. Der Succubus wird niemandem mehr was tun können. Hier ist der Beweis. Meisterliche Arbeit, Hexer. Und hier ist deine Belohnung. Wie versprochen. Leb wohl. Schön. Tödliche Wonnen. Dann schauen wir mal direkt, was wir noch so offen haben. Ach, Skellige könnten wir theoretisch auch. Na gut, das nächste, was wir nur noch hätten, ist das Ding aus dem Sumpf. Da müssten wir erstmal quer durchs Land reisen.
anderen Sachen würde ich vielleicht noch einen Ticken warten, bis wir noch ein bisschen besser sind. Ach, die schwarze Perle. Ach ja, stimmt. Dafür müssten wir ja eh nach Skellige. Was heißt, wir gehen erstmal dahin in den Sumpf. Dann können wir dort mit der Perle machen, weil wir eh nach Skellige müssen. Machen wir denn eine Schnellreise? Oh, hier in der Nähe ist sogar ein Schmied. Sieh an. Perfekt. Was suchst du hier, Schmerzbringer? Diese Temeria, alle Feiglinge. Soll ich dir was schärfen, oder? Was hast du im Angebot? So, was willst du für meine... Oh, wir haben jetzt ein Haar. Succubus-Strähne. 5% Bonusgold. Nice. Schnelle Trophäen an deinen Sattel, um einen Bonus bekommen. Oder müssen wir mal gucken, was wir vorher hatten. Ich glaube, an Gold fehlt es uns gerade nicht. 9300. 65. Ja, gut, ich glaube, da gibt uns ähnlich viel Geld für die Dinger. 70 der Satteltasche, aber glaube ich sowieso. Oh nein, er hat kein Geld mehr. Das ging schnell. Ach, verdammt. Hier 24. Jetzt wird es gleich knapp. 18, ich glaube für 18 habe ich wahrscheinlich nichts mehr. Gut, vielleicht kannst du mir irgendwas reparieren. Ah, hier. Oder wenigstens wieder ein bisschen Geld. Weil ich mir gleich wieder abluchsen kann. So, das kann weg. Das kann weg. Das kann auch weg. Plus 64. Oh, 200 Rüstungsdurchbohrer. Können wir eh noch nicht verwenden. Erst ab Stufe 20. Na, verdammt. Na, schon wieder kein Geld. Gut. Dann behalten wir den Rest erstmal. Bis dann. Bis er wieder Geld hat. So, einmal da hoch. Und dann können wir hier unsere Waffen noch aufbessern. Nee, ne? Schade. Brauchst du etwas, Meister? So, auf geht's wieder in den Süden. Zum Waisendorf. So. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir da in dem Nebel schon mal irgendwie reingeritten sind. Aus Versehen. Aber damals war das noch ein bisschen zu hoch für uns. Schneller! In die andere Richtung. Na, hier sind schon wieder irgendwelche Viecher. Ja, komm. Ich hab andere Probleme. Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Nice. Das ging ja schnell. Hier ist etwas. Wo ist das Artefakt, das Keira gegeben hat? Die Spuren wurden magisch verschleiert. Es wird interessant. Mhm.
Okay. Ah, hier drüben. Verschiedene Klauenspuren. Da haben wohl ein paar Exemplare gefressen. Geh mal wieder auf mein Feuer, siehe es hier. Oh, hier müssen wir uns aber schnell umgucken. Hatte nicht mal Zeit, die Waffe zu ziehen. Das Monster muss ihn überrascht haben. Ich habe es wohl mit einem alten Nebling zu tun, der sich hinter einer Illusion verbirgt. Okay, ich finde Nebling. Wo bist du? Ja, ich weiß, Gerald. Ah, hier. Eine Illusion. Schnell rein da. Der Sauerstoff geht aber schnell weg. Rein da mit dir. Oh, das ist aber hübsch. Speichern mal kurz. So hässlich. Brenn. Na, komm, nerv mich nicht mit deinen komischen Erscheinungen. Sollte mal was essen. Oder die war da rein, Gerald. Ess schneller! Warte mal kurz. Dass sich mein Leben wieder auffüllt. Warum macht er so viel Schaden? Kleine Penner. Mann. War so knapp, der war auch fast down, ey. Vielleicht hätte ich den in so eine Falle reinpacken sollen. Ich weiß nicht, ob das was bei denen bringt. Könnte ich gleich mal ausprobieren. Gut, dass ich direkt in der Höhle gespeichert habe. Ich glaube, ich hab's schon geahnt. Ja, komm, wissen wir. Oh, der macht echt Schaden. Was ist denn los mit dir? Oh Mann, Falle. Wow.
geht doch. Dummes Vieh. So, hol die Belohnung für den Nebling ab. Gerne doch. Kann ich noch was looten? Ich glaube, er hat jetzt schon alles mitgenommen. Ah, hier liegen auf jeden Fall ein paar Leute rum. Und ein armes Pferd auch noch. Cool. Gewalt. Hallo? Kannst du mal bitte da hochklettern? Nein. Ich wäre der Auftraggeber, aber man hat ja irgendwie so aus dem Nichts gefunden. Ah. Schön, dich auch nochmal zu sehen. Pass auf, Herr. Ein Monster streift durch den Sumpf. Ja. Geh in den Nebel, dann wirst du nie mehr nach Hause kommen. Das Monster ist tot, der Nebel gelichtet. Da wird Asdorf aber froh sein. Das ist ein Grund zum Feiern. Du hast deine Belohnung verdient. Nimm sie und leb wohl. Yay, 2 Erfahrungspunkte. Naja, 136 Kronen. Dafür, dass ich einmal gestorben bin. Naja, hätte ich direkt markiert lassen können. Let's go. Nach Skellige. Und ich laufe gerade in die falsche Richtung, Mann. Ich werde es auch nie lernen. Ach ja, komm. Oh, die nervt mich. Nix zum Looten? Doch, einer. Wow, ein Gehirn. Wahnsinn. Toll. Ist, warte mal, bevor ich da hinreise, guck ich mal die Mission schon mal aus, wenn ich ungefähr hin könnte. War das ein Hexerauftrag? Ah, hier. Nee, nicht auf der Fährte, die schwarze Perle war es. So. Wird mir gar nicht angezeigt. Trifft Nidos bei der eingestürzten Brücke nördlich von Arinbjorn. Aber vielleicht ist das schon auf Skellige. Das kann auch sein. Ja, das ist schon auf Skellige. Okay. Dann sollten wir uns vielleicht doch erstmal nur dieses Schiff holen. Das war ja hier irgendwo am Wasser. So, bevor wir nach Skellige reisen, würde ich glaube ich trotzdem nochmal vorher in mein Quest-Dingens reingucken. Um 24 wird vielleicht ein bisschen zu hoch sein für uns, oder?
Ich weiß nicht, ob wir mit einem Level 19 schon hoch genug sind für Skellig. Das sieht alles auch nicht so wirklich gut aus hier. Hexeraufträge. Hier haben wir noch was für 20, das wäre vielleicht noch was. Aber die Weißen, mit denen haben wir wahrscheinlich nicht so Probleme. 35 wird uns sicherlich töten, 26 wird wahrscheinlich auch eher härter. Dorf Lindenthal, Hitgirte, den außergewöhnlichen Auftrag in Niger war wegen seltsamer Spuren besorgt. Schauen wir uns das mal an, beziehungsweise sehe ich, welches Level Skellige hat. Stufe 16. Ah ja, okay, gut. Dann sind wir mit 19 eigentlich ganz gut dabei. Oh Gott, er ist ja wieder da unten irgendwo. Gut, dass wir gerade wieder nach Novigrad gereist sind. Okay. Ah, weil ich wollte heute eigentlich nicht mehr so lang machen. In Novigrad, in Skellige haben wir bestimmt einiges zu tun. So wie bald auch. Aber gut. Komm, können wir wenigstens mal nach Skellige rüberreisen. Bei dem Wetter wird bestimmt toll. Und wir müssen eh erstmal ein Boot finden. Ich bin hier. Wunderbar. Wollen wir? Ach du, schon wieder. Nein. Ich brauche noch einen Moment. Na schön, aber beeil dich bitte. Welches Level warst du nochmal? Aber ich glaube, nein. Hier, das hier glaube ich, ne? 24. Müssten wir da eigentlich nochmal machen. Ein Hexer ohne Schwert, das wäre ein Tapfer ohne Hände, bla bla bla. Keine Ahnung, irgendwas wollte er auf jeden Fall machen. Ich glaube, damit will ich lieber noch mal ein, zwei Level vielleicht warten.